Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwecker-Helden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem heißen Studio für euch mit einem mindestens genauso heißen Thema. Heute geht es nämlich um die Holzvergaserheizungen oder Holzvergaserkessel. Wir sind ja gerade im Moment in so einer kleinen Krise, Gas wird immer teurer, Öl wird teurer, Pellets werden immer teurer, Wärmepumpen und Strom sind eh schon immer teuer gewesen. Und da sind viele jetzt so ein bisschen auf der Suche nach einer alternativen Energiequelle bzw. auch einem alternativen Heizungs. Heizungskonzept. Und da wurde ich jetzt immer wieder mal gefragt, Mensch, wie sieht das eigentlich aus mit Holzvergaserheizungen? Die sind doch so enorm günstig im Betrieb. Und das schauen wir uns heute mal an. Einmal so ein bisschen, wie funktioniert eigentlich so eine Holzvergaserheizung fürs eigene Haus? Dann natürlich auch genau diese Vor- und Nachteile. Wie sieht es aus? Günstiger Betrieb? Ja, aber was ist dafür alles notwendig? Ja? Natürlich auch die Kosten von so einer Anlage. Ne? Einmal der Anlage selber, Installation, aber natürlich auch der Betrieb. Und dann insgesamt so ein bisschen die Vor- und Nachteile gegenüber anderen Heizungssystemen. So, dann steigen wir erstmal ein mit dem Aufbau von so einem Holzvergaserkessel. Das ist an für sich auch relativ leicht und einfach erklärt, weil die Dinger sind tatsächlich nicht sonderlich komplex aufgebaut. Ich kann auch mal so ein kleines Bildchen einblenden, dass man sich da ein bisschen besser das Ganze vorstellen kann. Letzten Endes besteht so ein Holzvergaser immer aus zwei Brennräumen. Ich habe einmal oben einen Brennraum und unten einen Brennraum. Und der obere Brennraum ist eben auch gleichzeitig der Raum, den ich mit meinem Scheitholz oder eben mit meinen Holzstücken beschicke. Das kann, der obere Brennraum, der kann entweder von oben, kann das Holz da reingefüllt werden oder von der Seite, das spielt jetzt keine Rolle. Das ist von Hersteller zu Hersteller so ein bisschen unterschiedlich. Auch die Größe von diesem oberen Brennraum, also sprich am Ende, wie groß die Holzscheite oder Stücke sein dürfen, die ich da reinstopfe, das unterscheidet sich logischerweise auch so ein bisschen, je nach Art und Typ des Holzvergasers. Da sind aber durchaus schon relativ große Stücke. Also da sagen wir so, die kleineren Kessel, da passen so 40, 50 cm lange Scheite rein und in die etwas größeren Anlagen, da können die Scheite durchaus bis zu einem Meter auch lang sein. Das erleichtert natürlich so ein ganz klein wenig auch die Logistik dahinter, wenn ich nicht so kleine Teile immer bewegen muss. Ne? So. Und der gesamte Kessel ist logischerweise an die Heizung angeschlossen und das Heizungswasser läuft praktisch jetzt um die Brennkammer durch entsprechende Heizschleifen darum herum, um dann am Ende die, die Wärmeenergie dann aufnehmen zu können. Ja, und wie funktioniert das Ganze nun? Auch das ist vergleichsweise einfach. Jetzt heißt das Ding ja, jetzt fragt man sich als erstes, warum heißt der Holzvergaserkessel? Ne? Das ist praktisch der Trick dabei. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt in Betrieb nehme, jetzt ist der Kessel kalt und ich nehme den in Betrieb, dann zünde ich den fast genauso an wie auch einen Kamin. Ja, das heißt, ich muss die obere Brennkammer, würde ich jetzt im unteren Bereich mit sowas wie ein bisschen mit Papier oder Pappe, irgendwas, was schnell brennt, damit ich überhaupt erstmal das Feuer in Gang kriege, bestücken. Dann muss ich das Holz da reinschichten. Das macht man allerdings durchaus kompakt. Also sprich, du machst dann diese Brennkammer wirklich voll und füllst sie praktisch kompakt mit dem Holz auf. Ja, also nicht wie bei einem Kamin, wo man das auch absichtlich ein bisschen locker macht, damit da eben mehr, damit das besser zieht. Ja, so füllst es da wirklich tatsächlich direkt lückenlos idealerweise an. So, wenn du das Ding dann aufgefüllt hast, dann zündest du das an, ne, wie bei einem Kamin, machst einen Deckel zu oder Klappe zu, wie auch immer, und dann lässt das Ganze brennen. So, und dann läuft das so, dass praktisch im unteren Bereich dieser oberen Brennkammer, unterer Bereich, obere Brennkammer, da findet jetzt praktisch die Verbrennung statt. Und dadurch wird praktisch das Holz, was oben liegt, wird dann getrocknet. Ja, du hast also dann eine bestimmte Belüftung, die dafür sorgt, dass sozusagen das Holz getrocknet wird. Und bei einer bestimmten Temperatur und eben einem entsprechenden Trocknungsgrad findet dann eben die sogenannte Holzvergasung statt. Es entsteht also ein Holzgas und dieses Gas ist brennbar. Das wird auch wiederum über die entsprechende Belüftung von dem Ganzen, wird das Gas nach unten geführt. Im unteren Bereich hast du dann halt stetig, also immer noch in der oberen Brennkammer, da hast du dann praktisch, da entsteht dann durch diese Verbrennung so gesehen Holzkohle, die dann mit verbrennt. Und das Holzgas wird da praktisch nach unten geführt. Und in der unteren Brennkammer, da brennt dann praktisch dieses Holzgas. Und das, wie gesagt, mit sehr hoher Temperatur. Während du im oberen durch diese ganz normale Holzkohleverbrennung vielleicht so ungefähr 600 Grad oder so hinbekommst, da hast du dann durch diese Verbrennung von dem Holzgas im unteren Bereich durchaus Temperaturen von über 1000 Grad. Da geht also einiges, kann man so sagen. Der Vorteil ist, dadurch, dass ich das Ganze natürlich jetzt über Belüftung praktisch regle, ne, das ganze Ding, also diese Holzvergaserkessel, die haben natürlich auch Lambda-Regelung und so weiter und so weiter. Du kannst die Leistung ziemlich genau einregeln, kann ich das natürlich auch ziemlich effizient verbrennen. Das heißt, je nachdem, wie viel Leistung ich brauche, kann dann so eine Füllung auch durchaus einen ganzen Tag halten. Ne? Also wenn ich jetzt nicht gerade komplett Vollgas heizen muss und alles aufheizen muss, dann kann es natürlich sein, dass du einmal am Tag so nach 5, 8 Stunden das Holz nochmal nachschütten
musst. Aber im Normalfall hält das dann durchaus auch ein bisschen länger. Ne? Das ist ja so, der manch einer meint immer, da muss man denn alle 3 Stunden Holz nachlegen. Im Normalfall ist das nicht so. Unterstützt wird das Ganze stets von einem entsprechend großen Pufferspeicher. Da reden wir wirklich über einen großen, also das sind mindestens 1000 Liter, die du brauchst. In den meisten Fällen macht auch absolut Sinn. Wie bei vielen solcher Heizungen, wo ich praktisch schon irgendwas verbrennen, Verbrennprozess habe, den ich ja auch, den kann ich zwar in gewissen Bereich regeln, aber eben auch jetzt nicht so 100% wie so eine Gasheizung oder eine Wärmepumpe, die ich dann sehr stark modulieren kann. Da macht es ja immer Sinn, eine Art Pufferspeicher zu haben. Das heißt, wenn ich das ganze Ding ans Laufen gebracht habe und das Holz brennt, und ich brauche jetzt gerade zu der Zeit gerade nicht so viel Energie für die Heizung, dann fördert der letzten Endes die Wärmeenergie in den Pufferspeicher, um ihn dann so zumindest die Energie praktisch zwischenzuspeichern. Das heißt, auch wenn dann der Holzvergaser irgendwann abgebrannt ist und ausgeht sozusagen, dann habe ich halt immer noch die gespeicherte Energie im Pufferspeicher, was da insgesamt natürlich auch ein bisschen Komfort ist, dass ich mich nicht ganz so viel um den entsprechenden Verbrennprozess kümmern muss. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, je nach Größe der Brennkammer, dass man da durchaus mindestens einmal am Tag oder halt je nach Leistung, die abgerufen wird, auch mehrmals am Tag dann zumindest Holz nachlegt, auch wenn man ihn jetzt nicht vielleicht jedes Mal neu starten muss. Ja, dann kommen wir als nächstes zu den Installations- und Betriebskosten von so einem Holzvergaser. Die sind erstmal ganz grob die Anlagen selber. Wenn du jetzt nach den Kesseln alleine nur die Technik schaust, dann liegen die ungefähr im ähnlichen Bereich wie Pelletheizungen, kann man sagen. Also sprich, so kleine Anlagen, so um die 10, 15 kW, die kriegst du so um die 5, 6, 7.000 Euro. Kommt dir natürlich auch mal so ein bisschen auf den Hersteller an. Und etwas größere Anlagen, sagen wir mal so mit Nennleistungen von 20, 25 kW, die liegen so im Bereich um die 10.000 Euro jetzt, also nur der reine Kessel jetzt, ja. Dazu brauchst du allerdings jetzt nicht wie bei Pelletheizung. Bei Pelletheizung hast du ja das Problem, dass du dann meistens eine recht komplexe Fördertechnik brauchst. Du brauchst dann ein spezielles Silo, damit das mit der ganzen Förderung funktioniert, also Förderschnecken und so weiter oder eben Lufteinblasung, wie auch immer. Also die Fördertechnik ist ja bei Pelletheizungen dann relativ teuer oder kann relativ teuer werden. Das hast du eben bei einem Holzvergaser nicht. Das heißt also, du brauchst noch den Pufferspeicher dazu. Pufferspeicher, jetzt so ein relativ großer, ist auch halt zu empfehlen, großer Speicher. Liegst du auch nochmal so rund bei 3.000 Euro extra, kannst du sagen. Aber insgesamt merkt man schon, liegt man jetzt mit so einer mittelgroßen Heizung, 20, 25 kW plus eben den dazu benötigten Pufferspeicher, circa so in der Region von 15.000 Euro. Weil ich eben jetzt keine große Speichertechnik oder Silotechnik und Fördertechnik brauche. Das mache ich bei einem Scheitholzvergaser tatsächlich von Hand. Es gibt tatsächlich auch Scheitholzvergaser mit einer automatisierten Beschickung. Gibt es auch, sind aber meiner Meinung nach eher eine Randerscheinung, haben wir noch nie irgendwo groß gesehen. Die sind natürlich auch entsprechend teuer und dann ist natürlich das Argument von der günstigen Anlage auch nicht mehr so ganz gültig. Also ich sag mal, solche Anlagen gibt es, habe ich aber jetzt noch nie irgendwo gesehen, dass sie einer tatsächlich einsetzt. Ja, unterstützt wird jetzt das Ganze noch so ein klein wenig vom BAFA. Man bekommt da auch eine Förderung für. Allerdings auch nur, wenn man eine Anlage auswählt aus deren Förderprogramm. Das hat dann so ein bisschen was damit zu tun, welche Grenzwerte an Feinstaub und so weiter der Kessel dann einhalten muss. Aber auch zum Beispiel die Größe des Pufferspeichers wird dann festgeschrieben. Ja, man muss also dann eine Anlage von der BAFA-Liste nehmen, von der Liste der förderfähigen Anlagen, wie sich das so nennt. Kann ich mal einen Link, wer sich dafür interessiert, kann ich mal einen Link in die Beschreibung reinhauen. Da könnt ihr dann direkt mal sehen. Ist eine ewig lange Liste, also da gibt es schon durchaus einige Anlagen, die man sich fördern lassen kann. Allerdings, wie gesagt, das nur in Kombination mit dem passenden Pufferspeicher dazu. Da gilt dann die Regel, pro Kilowattstunde an Kesselleistung brauchst du mindestens 55 Liter Pufferspeicher. Das heißt, da ist man dann schon, was ich ja eben meinte, bei den meisten schon relativ schnell in der Region von so etwa 1000 Litern, die man dann benötigt, was aber technisch gesehen auch Sinn macht. Jedenfalls Förderung bekommst du maximal 20% auf den Scheitholz oder den Holzvergaser. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, vor allen Dingen jetzt reden wir ja, wie gesagt, über 15.000 Euro. Das heißt, wenn du jetzt im besten Fall 20% Förderung bekommst, dann liegst du also so bei 12.000 Euro für die gesamte Anlage. Ist natürlich jetzt, kann man sagen, durchaus keine besonders große Investition. Man muss dann schauen, je nachdem, was vorher für eine Heizung verbaut war, kann es sein, dass der Schornstein, der Zug praktisch noch überarbeitet werden muss, weil so ein Scheitholzkessel ein relativ heißes Abgas besitzt. Und da muss man gucken, das muss praktisch dann ein Experte vor Ort schauen, ob es da können sich also eventuell noch mehr Kosten ergeben. Aber ich sag mal, insgesamt für 12.000 Euro für so eine Anlage ist das durchaus überschaubar.
Ja, was natürlich bei Heizungssystemen enorm wichtig ist, sind letzten Endes ja neben den Anschaffungskosten vor allem die Betriebskosten. Und da muss man sagen, ist der Holzvergaser, sage ich mal, ganz weit vorne mit dabei. Und zwar im Sinne, wie günstig der eigentlich ist im Dauerbetrieb, ja. Nehmen wir mal einfach mal nur so grobes Rechenbeispiel, wieder 20.000 Kilowattstunden Wärmebedarf, ne, nur so vergleichsweise, wobei eigentlich gerade die Holzvergaserheizungen oder auch ja im Allgemeinen meistens solche großen Heizungen werden ja meistens eingesetzt bei sehr großen Wärmebedarfen, alte Bauernhäuser, wo du dann über 30.000, 40.000 Kilowattstunden Wärmebedarf sprichst, ja. Wir nehmen aber jetzt einfach nur rechenzahlbar einmal die 20.000. So, 20.000 Kilowattstunden. Man sagt immer in so einem Raummeter getrocknetem Holz, ne, Raummeter ist ja immer die Einheit, womit das Ganze gehandelt wird, da sind so ungefähr enthalten 2.000 Kilowattstunden an Wärme. Heißt also, du brauchst etwa 10 Raummeter, um so einen Energiebedarf, einen Wärmeenergiebedarf von 20.000 Kilowattstunden zu decken. Wenn man jetzt das Holz kaufen würde, ne, so dass ich sage es extra im Konjunktiv, weil die Leute, die so einen Holzvergaser betreiben, die machen jetzt gleich schon direkt so, ne, weil ich sag mal so, die Redeart ist, wer sein Scheitholz selber kauft, der hat eigentlich die Kontrolle über sein Leben verloren. So ein bisschen, ja. Am besten noch im Baumarkt in so kleinen Säckchen. Naja, jedenfalls, wenn du das jetzt kaufen würdest, das hat bisher, hat so ein Raummeter Holz, je nachdem Lieferanten und so weiter, hast du dafür, wenn das gut abgelagert und eben auch entsprechende Restfeuchte hat, also trocken genug war, dass du es auch verbrennen konntest, etwa 60, 70 Euro gekostet pro Raummeter. Mittlerweile liegt der Preis aber schon teilweise über 100 Euro und man auch da wieder, wie bei anderen Arten momentan der Energie auch, geht die Richtung auch in Richtung 150 Euro jetzt momentan für so einen Raummeter. Aber jetzt, das ist für Holz schon extrem teuer, muss man sagen. Also eigentlich ist das schon fast doppelt so teuer, als es eigentlich sein müsste. Aber selbst dann, wenn wir uns das ausrechnen, was das dann pro Kilowattstunde bedeutet, sind das auch nur 5 Cent. Naja, nur, ne, so 5 Cent bis 7 Cent, so in diesem Bereich. Das ist jetzt im Vergleich zu Gas, vor allen Dingen zu Pellets oder auch zu Strom, ist das natürlich nicht besonders viel. Und jetzt müssen wir aber eigentlich auf die, sage ich mal, normale Art und Weise zurückkommen, weil eigentlich ist es so, wer so einen Holzvergaser betreibt, mit Scheitholz oder Stückholz, der hat normalerweise auch einen eigenen Wald, entweder, oder er hat Möglichkeiten, in einem benachbarten Wald über eben den Förster und so weiter da an das Holz dran zu kommen. Dann schneidet er, vielleicht fällt er die Bäume selber, er schneidet das Holz selber, er transportiert das Holz selber nach Hause, er schneidet das Holz entsprechend selber zu, er trocknet das Holz selber auf seinem Grundstück und verarbeitet praktisch dann oder hat praktisch sein zu 100% selbstverarbeitetes Holz, was er dann durch seinen Holzvergaser schiebt. Ja, das ist, sag ich mal, der eigentliche Betriebsfall für solche Heizungstypen. Und wenn du das jetzt mal nimmst, jetzt nehmen wir mal den Zeitaufwand, den das Ganze beinhaltet, den nehmen wir jetzt mal kurz außen vor. Wir wollen ja nur auf die Kosten schauen. Dann würde ich mal sagen, jetzt mal ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber wenn du sagst, okay, du brauchst ja ein paar Maschinen, ne, Kettensägen, Trecker eventuell, ne, irgendwie musst du ja in den Wald, irgendwie muss das Holz kleingeschnippelt werden und hin und her, dann bist du wahrscheinlich irgendwo in so einem Bereich vielleicht 1 Cent, 2 Cent pro Kilowattstunde an Energie. Ne, also da merkst du schon, das ist schon ein bisschen was anderes. Ne? So, man muss sich natürlich viel drum kümmern, aber da reden wir halt über ganz andere Energiekosten. Und wenn man das vor allen Dingen jetzt mal vergleicht mit anderen Heizungen, ne? Jetzt kannst du also sagen, so ein Bedarf von 20.000 Kilowattstunden, da bist du jetzt bei so einem Scheitholzkessel, je nachdem, wie viel Cent dich das Ganze am Ende kostet, wahrscheinlich nachher so bei vielleicht 600 Euro oder so pro Jahr, ne? an Heizkosten. Vergleicht das mal mit einer Wärmepumpe, selbst mit einer guten Wärmepumpe, guter COP von über 4 oder was, bist du schon bei den aktuellen Strompreisen relativ schnell bei 2.500 Euro, also schon eine ganze Ecke mehr. Und wer das mal mit Pellet vergleicht, aktuell, ich habe gerade nochmal reingeschaut, 800 Euro pro Tonne bedeutet eine Kilowattstunde aus Pellets geheizt, also Wärme, eine Kilowattstunde Wärme aus Pellets kostet aktuell so runde 16 Cent. Ja, dann bist du schon, wenn du die gleiche Wärme mit Pellets erzeugen möchtest, was ja letztendlich auch eine Holzverbrennung ist, bist du schon bei 4.800 Euro oder so, also fast doppelt so teuer als die Wärmepumpe, fast doppelt so teuer und ich sag mal so in die Richtung 6, 7, vielleicht sogar 8-fach so teuer wie bei so einem Holzvergaser. Dann können wir an der Stelle einmal die Vor- und die Nachteile von so einem Holzvergaser zusammenfassen, was ich ja gerade schon eindeutig erwähnt habe. Natürlich als größter Vorteil, das dickste Plus ever, sind diese enorm niedrigen Betriebskosten. Ja, das Scheitholz, wenn du dich da selber drum kümmerst oder auch das Stückholz, ja, vor allen Dingen eben, weil der Holzvergaser an der Stelle auch völlig unkompliziert aufgebaut ist. Ne? Du kannst das eine oder das andere reinwerfen. Hauptsache, es hat den entsprechenden Restfeuchtegehalt. Ja, das darf nicht zu feucht sein. Ist das eigentlich völlig egal. Und
das macht die Sache natürlich extrem günstig. Wenn du so einen günstigen Brennstoff hast für deine Heizung, ist das schon mal richtig gut. Was auch sehr positiv ist, ist eben letzten Endes Holzvergaser. Die Kessel bekommst du in sehr breiten Leistungsspektrum. Ja, das geht so los, wie gesagt, so bei 10, 15 kW. Das sind so die kleinsten, die man so bekommt. Aber das geht aber auch hoch, Freunde, bis 60 kW, 80 kW. Also du kannst da wirklich ein extrem breites Spektrum von Häusern mit abdecken. Also vom Einfamilienhaus übers Bauernhaus bis hin meinetwegen zu einem kompletten Hotel oder was, ne, was du damit beheizen könntest. Das macht es natürlich auch recht charmant. Und ein definitiv weiterer Vorteil ist auch, dass die Technik wirklich einfach ist. Ne? Man hat da gerne immer die Pelletheizung im Kopf, die ja relativ komplex aufgebaut ist. Allerdings ist bei der Pelletheizung hauptsächlich diese ganze Fördertechnik relativ komplex. Und das fällt bei so einem Holzvergaser komplett weg. Ja, die Dinger werden von Hand beschickt. Da ist keine Fördertechnik drin. Klar, du hast diese Lüftungsklappen, das gehört ja alles zu der Regelung dazu, ne, dass eben die Luftströme da drin geregelt werden. Logisch. Das ist aber keine komplexe Technik, Freunde. Ne, und der Rest erledigt die Physik. Ne, das Holz brennt da drin, das verbrennt unten, die Asche fällt runter und eben letzten Endes ist da keine große Sache zu machen. Allerdings kommt das Ganze auch nicht ohne Nachteile daher. Das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Also ein ganz großer Nachteil ist definitiv an der Stelle, dass man halt eine Menge Holz benötigt und sich da letzten Endes, wenn man es wirklich so kostengünstig betreiben möchte, auch selber drum kümmern muss. Damit geht alleine schon erstmal, das Hauptproblem ist schon mal die Quelle für das Holz. Du brauchst wirklich, entweder musst du einen eigenen Wald besitzen, also besitzen in dem Sinne, dass du dich darum kümmerst, ne, also selber da jedes Jahr Holz einschlägst und eben mit einem Förster zusammen und so weiter. Also du musst dich selber um einen Wald kümmern oder du musst eben Kontakte mit einem Förster, Forstbetrieb, sonst irgendwas haben, um jedes Jahr kontinuierlich an diese Mengen von Holz zu kommen. So gerade sagten, 10 Raummeter Holz, das ist nicht wenig, Freunde, und das jedes Jahr und das nur für 20.000 Kilowattstunden an Wärmeleistung. Wenn man jetzt unterstellt, dass die meisten eher das Doppelte brauchen, das heißt, du liest wahrscheinlich eher in Richtung 20 Raummeter, die du jedes Jahr brauchst. Ist das schon eine Menge Logistik. Ne? So viel Holz jedes Jahr einzuschneiden, also erstmal einzuschlagen, in Stücke zu hacken, einzulagern, aber natürlich auch am Ende jeden Tag per Schubkarre oder was auch immer in einen Heizungsraum zu fahren, zumindest halt im Winter, ist schon immer, da muss man sich schon relativ viel drum kümmern. Generell muss man sich auch um so eine, wie auch bei anderen Holzheizungen, auch bei so einem Holzvergaser, um die Heizung selber kümmern. Das heißt, der Brennraum, der muss auch einmal die Woche gereinigt werden. Ja, da muss man sich drum, da muss man immer schauen. Und natürlich auch die Ascheschublade. Ja, da fällt schon einiges an Asche an bei der ganzen Nummer. Muss man sich auch drum kümmern. Das ist allerdings gelinde gesagt, sage ich mal, im Vergleich zu dem ganzen Holz, ist das meiner Meinung nach, sich einmal pro Woche um den Brenner zu kümmern. Naja, ne, ist halt so. Aber wer zum Beispiel von einer Gas- oder Ölheizung kommt und eigentlich gewohnt ist, sich gar nicht drum zu kümmern, im Winter ist die Bude warm, ich weiß auch nicht warum, ne? So, der wird sich wundern, ja, wie viel oder wie oft eben so eine, aber das gilt halt für Holzheizungen generell, wie oft so eine Holzheizung gestreichelt werden möchte. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist letzten Endes der Lagerplatz, der benötigt wird. Wenn du, also das Holz, muss man ja immer sagen, das muss ja wirklich eine sehr gute Restfeuchte haben. Ich glaube so 15%, sagt man, ne, so grob, dass du das verheizen darfst. Wenn du das jetzt aus dem Wald einschlägst, dann darf das oder muss das ungefähr so 3 Jahre gelagert werden. Das bedeutet also, du musst, wenn du 20 Raummeter pro Jahr benötigst, musst du Lagerplatz haben für 60 Raummeter Holz. Weil du ja praktisch immer das Frische stellst du hinten hin und das Neue nimmst du vorne ab. Also du brauchst immer so grobe Richtung 60 Raummeter an Holz, die gelagert werden müssen. Auch das ist jetzt nichts für jemanden, der irgendwo in einem Wohngebiet auf einem 300 Quadratmeter Grundstück wohnt, weil dann ist praktisch das gesamte Grundstück dein Holzlager, wenn man so will. Ist also auch so eine Sache, ist einfach nicht für jedermann, das muss man ganz klar sagen. Ja, auf das Thema Feinstaub können wir noch einmal zu sprechen kommen, das dürfen wir nicht unter den Tisch kehren. Was ich gerade meinte, grundsätzlich ist Feinstaub bei der Holzverbrennung immer ein Thema. So, da ist es allerdings auch immer so ein bisschen die Frage, welcher Statistik man jetzt glauben möchte. Ne? Glaubt man der Statistik von der Holzindustrie, dann ist eben letzten Endes der Anteil von dem Feinstaub aus Holzheizungen, also jetzt egal ob Pellet und Kaminöfen und eben auch Holzvergasern, beträgt etwa 8% an den gesamten Feinstaubemissionen, die auftreten. 8%. Ist jetzt ja an für sich nicht so wahnsinnig viel. Ne, so, das ist ja deren Argument. Also die Holzindustrie sagt, nein, unser Brennstoff ist ja immerhin CO2-neutral und umweltfreundlich, nachwachsend, regenerativ. Hast du nicht gesehen? Und es sind nur 8% an den Feinstaubemissionen, die überhaupt auftreten. Was wollt ihr eigentlich? Ne?
Fragst du jetzt aber die anderen Industrien, vor allen Dingen sowas wie Gas- oder Ölindustrie, die natürlich wissen, dass ihr Brennstoff praktisch keinen Feinstaub verursacht, die legen dir natürlich andere Statistiken und sagen dann, boah, guck dir das mal an, ne, hier Holz verbrennen, ne, die mega Dreckschleuder an Feinstaub und so weiter, unser ist ja viel besser. Ne, so. Die sind natürlich bei der CO2-Bilanz dann wieder ganz klein mit Hut, weil die wiederum wissen, dass natürlich das Verbrennen von fossilen Energieträgern auch von der CO2-Bilanz immer wesentlich schlechter dasteht als Holz. Also letzten Endes ist es dann eine Frage, welcher Industrie du jetzt erst Glauben schenkst oder ob du die andere Statistik dann praktisch gar nicht kennen magst. Jedenfalls, ein Fakt ist jedenfalls, das lässt sich nicht von der Hand weisen, Feinstaubemissionen gehört nun mal dazu, wenn ich Holz verbrenne, aber, und da muss man auch sagen, aber, man muss mal schauen, wie viel Feinstaub tatsächlich von Holzheizungen verursacht wird. Das ist meiner Meinung nach der springende Punkt. Diese ganzen Designer-Schickimicki-Öfen, denen sich die Leute in die Räume stellen, um da ab und zu mal ein Scheitholz drauf zu verbrennen, die machen nämlich den größten Anteil. Da ist nämlich tatsächlich die Statistik von den Holzdingern. Da siehst du das, da sind 80% oder was von den Feinstaubemissionen, die erzeugt werden, die kommen tatsächlich aus den normalen Kaminöfen. Das liegt einfach daran, weil die Dinger sehr ineffizient verbrennen. Ja, so, das geht los, die Leute schmeißen da allen möglichen Scheiß rein, das verbrennt relativ ineffizient, die haben keine Filter, keine gar nichts und die werden auch nicht kontrolliert und nichts. Ja, das heißt, das sind die echten Dreckschleudern, das muss man sagen. Aber die Heizungssysteme, und zwar egal, ob das jetzt eine Pelletheizung ist oder auch eine Holzvergaserheizung, die werden ja erstmal jährlich kontrolliert, ne? Die haben gewisse Grenzwerte, die sie einhalten müssen an Milligramm pro Kubikmeter Luft, die sie ausstoßen. Da haben sie also Grenzwerte, die müssen eingehalten werden und die werden auch jedes Jahr vom Schornsteinfeger kontrolliert. Damit geht das erstmal los. Dann haben die entsprechende Partikelfilter drin und so weiter, um die den Feinstaubgehalt weiter zu reduzieren. Und wie gesagt, wenn man neue Geräte kauft, auch da, wenn wir auf die Förderung kommen, wir müssen ein Gerät von der Förderungsliste nehmen, dann auch da sind natürlich nur Geräte drauf, die dann diese Grenzwerte auch weit unterschreiten sozusagen. Ja. Also die Feinstaubemissionen von Heizungen, wenn ihr es mich persönlich fragst, halte ich dann doch eher für gering, ne? So an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, Feinstaub muss man natürlich immer wissen, aber dafür habe ich halt immer CO2 etwas weniger, aber irgendeinen Tod muss ich nun mal sterben. Was bei so einer Holzvergaserheizung auf jeden Fall immer interessant ist, ist die Kombination mit Solarthermie. Warum? Ja, zum einen erstmal in dem Sinne aus Komfortgründen. Jetzt ist mir natürlich schon vollkommen klar, irgendwie Geld sparen. Wenn ich schon so einen günstigen Brennstoff habe, dann kann ich natürlich mit einer Solarthermieanlage in Verbindung mit so einer Holzvergaserheizung nicht wahnsinnig viel Geld sparen. Aber ich gewinne einiges an Komfort, ne? Wenn ich halt in der Übergangszeit mich vielleicht nur einmal pro Woche, einmal alle zwei Tage oder was um den Verbrenner kümmern muss und dann mal ein Feuerchen machen muss und den Rest der Zeit läuft das über Solarthermieanlage, ist das halt ein ganzes Stück angenehmer. Dazu kommt auch die Tatsache, dass es sich fast schon anbietet, weil ich durch die Holzvergaserheizung, durch den Kessel, brauche ich sowieso einen ziemlich großen Pufferspeicher und dann bietet es sich förmlich an zu sagen, du, ich habe jetzt eh den großen Pufferspeicher, dann klemme ich da jetzt gerade noch zumindest eine kleine Solarthermieanlage mit an, um das Ganze halt noch so ein bisschen regenerativ zu unterstützen. Also das sind dann relativ wenig Mehrkosten. Okay, was ich gerade meinte, es spart auf der anderen Seite auch jetzt nicht viel Geld ein, aber es bringt einen gewissen Komfort. So, von daher sollte man immer drüber nachdenken, wenn es sich anbietet, aufgrund der Installationssituation und man das Geld für so einen großen Pufferspeicher in die Hand nimmt, da vielleicht auch gleich direkt eine Solarthermieanlage dann anzuklemmen. Die kriegt man ja übrigens auch noch mit, ich glaube 20% aktuell gefördert. So, und dann kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und ein Fazit zur Holzvergaserheizung. Insgesamt muss ich sagen, finde ich das durchaus ein valides Konzept. Es ist ja auf dem Markt etabliert, kann man so sagen. Und vor allen Dingen die extrem niedrigen Betriebskosten sind natürlich das, wonach die Leute heute wirklich schauen. Nicht zu sagen, was, ne, du bezahlst nur 1-2 Cent und selbst wenn es 5 Cent pro Kilowattstunde sind, das ist ja schon ein Träumchen, ne, bei den momentanen Energiepreisen. Aber auch das muss man immer sagen, ich kriege durchaus einige Zuschriften von euch, die so eine Holzvergaserheizung aktuell auch erfolgreich betreiben, die total glücklich mit ihrer Situation sind und sich praktisch über die Leute mit ihren Pelletheizungen kaputt lachen. Ja, durchaus ja ein bisschen zu Recht bei den momentanen Pelletpreisen. Also kaputt lachen im Sinne von jetzt nicht so schadenfroh, aber durchaus sagen, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ne? Jedenfalls ist es schon so, dass es klar auf der einen Seite saubillig ist, auch die Anlage selber kostet nicht viel, ist dann jetzt so von der technischen Seite her auch recht wartungsarm und funktioniert auch recht robust und so weiter, weil da eben nicht so viel Schickimicki dran ist. Alles gut. Aber was man immer nicht außer Acht lassen sollte, dieses gesamte Konzept Scheitholzvergaser, ist nichts für jedermann. Das muss man einfach sagen. Alleine nur die Logistik. Ne? Du musst eigentlich immer eine Quelle für so viel Holz, was ich meine, 10 bis 20 Raummeter pro Jahr, die müssen wirklich stetig rankommen. Und das ist eine Menge Arbeit, das immer zu machen. Also wir haben selber auch einen Schwiegervater,
hat auch ein Waldstück und wir haben das auch mal einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr organisiert. Da haben wir dann immer gesehen, dass wir mit dem THW oder so zusammenarbeiten, dass die Kettensägenkurse machen. Ne, die haben dann praktisch dafür gesorgt, dass das Holz klein geschnitten wird vor Ort. Wir mussten aber trotzdem mit schwerem Gerät, Trecker, Anhänger und so weiter dahin in den Wald. Das muss alles eingeladen werden, das muss dann zum Hof gefahren werden, das muss vom Anhänger dann abgekippt werden, dann muss das gespalten werden, das muss in die ganzen Container und diese Gitterboxen gelagert werden und so weiter. Ne, das Ganze. Das ist ein Riesenaufwand, der da logistisch hinter. Und da braucht man einfach auch eine Menge Platz. Da beißt keine Maus den Faden, aber man braucht eine Menge Maschinen, eine Menge Platz. Und das Ganze muss, um das Ganze, diese Maschinerie am Laufen zu halten. Und das halt auch nur für so ein normales Haus, ein normales Bauernhaus, kannst du sagen. Ne? So, von daher, klar, ich freue mich für die Leute, die ihren Holzvergaser betreiben und das Ganze alles wunderbar funktioniert. Aber man darf eben nicht vergessen, diese Lösung ist nicht für alle gedacht. Und eben auch sich so oft und so viel um seine Heizung kümmern zu müssen. Ist ja auch nicht jedermanns Ding. Also ich gebe das auch zu, ich bin auch so ein Typ, ich komme einfach von der Arbeit nach Hause und dann soll die Bude gefälligst warm sein. Und da habe ich gar keinen Bock drauf, mich da noch um so einen blöden Kessel immer kümmern zu müssen, jeden Tag, den immer anzuschmeißen und dann wieder, dann ist die Flamme und hin und her und dann muss ich wieder die Asche raus und habe ich einfach keinen Bock drauf. Klar, man wird natürlich leidensfähig, wenn die Alternativen irgendwann so teuer werden, dass man es nicht mehr bezahlen kann. Das ist was anderes. Aber deswegen habe ich trotzdem diese Logistik mit dem Holz noch nicht am Gange. Und auch wenn ich das Holz kaufe, jetzt habe ich vielleicht die Möglichkeit, das abgelagert, getrocknet zu kaufen für 150 Euro, den Raummeter. Macht denn ja auch wieder Sinn, dann was wir eben meinen, dann haben wir so irgendwie 7 Cent oder was pro Kilowattstunde Wärmeenergie. Kannst du auch machen, ne? Ist auch okay. Ist immer noch billiger als Gas oder alles andere. Aber auch dann brauchst du wenigstens den Lagerplatz dafür. Ja, weil das musst du auch einmal im Jahr oder was wenigstens kaufen, musst es lagern und so. Also auch da muss man einfach, das muss man einfach ganz klar zugeben, eine Holzvergaserheizung ist nicht immer für jeden automatisch geeignet. Das ist ja der Grund, warum der Anteil bei Pelletheizungen meistens viel größer ist, weil da viel die ganze Logistik wesentlich einfacher ist. Und so auch für den normalen Michel, der da jetzt keine Ahnung von hat und nicht schon sein Leben lang mit einer Schnittschutzhose im Wald mit einer Kettensäge rumgerannt ist, da eben den Zugang zu kriegt. Also das muss man einfach sagen. Aber trotzdem muss man einfach sagen, ganz neidlos anerkennen, alter Schwede, das Heizen mit einer Holzvergaserheizung ist einfach sensationell günstig. So, jedenfalls das war's von mir. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auch über den ein oder anderen Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.